Wir melden uns wieder live vom Caravan Salon mit dem Format Talk im Mobil, eher Talk am Mobil. Neben mir ist Rudolf Hackenbräuch von der SKP, Spezialist für das gesamte Thema, selber auch aktiv mit dem Reisemobil unterwegs. Aber wir wollen heute einfach mal erklären, so für Dummies, Caravan versus Reisemobil, der Unterschied macht's. Also wo ist denn nun der Unterschied? Ja, grundsätzlich ein Caravan ist das Teil, was man hinter einem PKW herzieht. Und ein Reisemobil ist halt eins, was selbstständig fährt. Ja, Caravan, da gibt es die Unterschiede. Es gibt Dauercamper, die stellen sich so ein Ding anstelle von einem Ferienhaus auf irgendeinen Platz, haben einen Gartenzaun drumherum und einen Gartenzwerg im Vorgarten. Und andere nutzen das halt, um irgendwie dauerhaft Urlaub zu machen oder nicht dauerhaft, aber längeren Urlaub zu machen auf irgendeinem Campingplatz. Ja, man bleibt dann aber dann schon an einem Standort eher und die Reisemobilfans, die sind dann eher, wie das der Name sagt, schon eher mobil unterwegs und wollen dann auch häufiger mal den Standort wechseln. Ja, genau. Also Reisemobilfahrer fahren auch auf Campingplätze, aber in der Regel, wenn sie nur wenige Tage irgendwo an einem Standort sind, nutzen die auch die Stellplätze. Da gibt es dann auch eine entsprechende Versorgung mit Wasser, Abwasser, Strom gegen eine kleine Gebühr. Man hat allerdings dann nicht die Vorteile eines Campingplatzes mit Sanitärgebäuden und solchen Dingen. Aber das braucht man im Reisemobil auch nicht, weil da ist man autark, man hat ja alles dabei. Wie ist das eigentlich geregelt beim Reisemobil, wenn man so wild parken will oder wild übernachten will? Das ist, glaube ich, in Deutschland ein bisschen reglementiert. Also ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht so genau. Es fällt ja gar nicht auf, wenn irgendwo so ein Reisemobil steht. Also ich selber habe auch schon vor dem Deutschen Museum in München geparkt oder vor einem Schlachthof. Man macht das Gerät zu, es weiß doch gar keiner, ob da einer drin ist oder nicht. Ne? Man erkennt das ja von außen nicht. Und auch übernachtet vor dem Deutschen Museum? Ja, selbstverständlich. Ich wollte ins Deutsche Museum und habe dann da vor der Tür übernachtet, weil ich abends angekommen bin. Ja, coole Sache. Es gibt wahrscheinlich dann auch so Mentalitätsunterschiede. Also mein Ex-Schwiegervater, war eher so die Variante fester Stellplatz. Also da waren, glaube ich, noch nicht mal mehr die Reifen montiert. Das Vorzelt war mehr oder weniger ja, so eine Täuschung, eine Camouflage. Dahinter war dann eine Holzveranda. Das geht dann aber eher in Richtung Kleingarten. Ja, genau. Also das sind dann in der Regel Leute, die eben kein Einfamilienhaus mit Garten haben, sondern die irgendwo in der dritten, vierten, fünften Etage irgendwo eine Wohnung haben und am Wochenende einfach das Gefühl haben wollen, draußen zu sein. Und die nutzen sowas als quasi als Fluchtort. Das ist ja, sag mal, auf Campingplätzen dann auch mal klar aufgeteilt. Ne? Also da sind die Dauercamper, so, die haben dann wirklich auch ihr Areal abgesteckt, ne? So ein paar Quadratmeter, wo sie auch noch ein bisschen Bewirtschaftung haben, ein bisschen Blümchen, Kohl und so. Genau. Und dann die anderen, die halt da wechseln. Ja, ganz genau. Und die wechseln, das sind halt, also die da Urlaub machen wollen, die 2-3 Wochen da stehen, die haben in der Regel auch eine feste Parzelle, oft auch mit einer Hecke irgendwie eingegrenzt oder abgegrenzt. Im Grunde genommen sind das so 60 bis 80 Quadratmeter Parzellen, wo die Wohnmobile oder die Wohnwagen draufstehen und die Vorzelte ausgebreitet werden. Und da bleibt man halt die Zeit des Urlaubs stehen. Sie selber haben auch ein Reisemobil. Wie sehen Sie, sag mal, die Trendentwicklung? Also ich bin ja schon erstaunt, wenn man hier so durch die Hallen geht. Ich glaube, es sind 13 Hallen, wo ausgestellt wird, dass also wirklich eine Vielzahl von Anbietern da ist, dass der Markt unglaublich boomt. Gestern auf den Pressekonferenzen ist ja von zweistelligen Zuwachsraten die Rede gewesen in Deutschland. Wie sehen Sie die Entwicklung? Ja, ich glaube, das wird noch eine Zeit lang anhalten, dieser Boom. Denn ich sag mal, vor 2-3 Monaten war ADAC-Zeitung, die haben ja eine Auflage von über 20 Millionen. Auf der Titelseite Urlaub mal anders, Caravan, Reisemobile, da wurde das mit, ich glaube, 7 oder 8 Seiten in der Zeitung vorgestellt. Das lockt dann doch viele Leute, die vielleicht bisher gar keine Beziehung zu dem Caravaning hatten, dahin und sagen, sollen wir das nicht mal ausprobieren, ne? Ja, ist dann auch ein sehr naturverbundener Urlaub. Ne? Und wie der Professor Lutz Becker von der Hochschule Fresenius das auch noch darlegen wird in einer Außenscheide, die wir noch machen würden, es ist auch ziemlich ökologisch. Ja, selbstverständlich. Also im Vergleich zum Fliegen oder zum Kreuzfahrtschiff ist das natürlich
deutlich ökologischer. Und man hat halt auch den Vorteil, man ist eigentlich den ganzen Tag draußen. Also wenn man im Sommer mit so einem Reisemobil fährt, man kommt auf den Stellplatz, geht raus. Oder noch schöner ist es, wenn man das sieht, da kommt einer mit seinem Wohnwagen auf den Campingplatz gefahren, macht die Tür auf, fängt an, das Vorzelt aufzubauen. Die Kinder sind schon weg und haben schon die ersten Freunde. Und man braucht sich als Eltern auch keine Gedanken zu machen. Also man hat sofort Kontakt. Überall helfende Hände, wenn man den Wohnwagen auf die Parzelle schieben will, da kommen sofort die Nachbarn und sagen, können wir mit anpacken. Also das ist schon eine tolle Geschichte. Okay. Wohin geht das? Geht der Trend so ein bisschen auch, wenn Sie das von der Finanzierungsseite sehen, also von den Anfragen, die kommen? In welche Richtung entwickelt sich das? Reisemobilgröße 7 bis 9 Meter oder Kastenwagen oder welche Rolle haben noch Anhänger? Also erstmal von der Finanzierungsseite her, die Reisemobile, die Kundschaft ist in der Regel 40 und älter. Mhm. Und bei Wohnwagen sind es sehr oft junge Familien. Und Finanzierung, bei Wohnwagen haben wir sehr viel 100% Finanzierungen. Okay. Wir bieten lange Laufzeiten an, bis 120 Monate, mit der Möglichkeit jederzeit Sondertilgungen zu machen und vorzeitig abzulösen, ohne dass irgendwelche Vorfälligkeitsentschädigungen fällig werden. Bei Reisemobilen sieht es ganz anders aus. Also die Finanzierung ist die gleiche, mit den gleichen Möglichkeiten. Aber da hat man fast immer nur Teilfinanzierungen. Ich sage jetzt mal, ein Reisemobil von 60.000 Euro, da werden dann 20.000 finanziert, den Rest haben die anderen. Sie sind älter, sie sind gesettelt und da sieht die Finanzierungsstruktur schon anders aus. Okay. Wie sieht der Gebrauchtmarkt aus? Ja, der Gebrauchtmarkt boomt. Ich höre das hier von den Händlern. Die schreien alle nach Gebrauchten und die Preise für Gebrauchtwagen sind gigantisch. Und das heißt, wenn man sich heute, egal ob ein Reisemobil oder ein Caravan zulegt, der verliert in den ersten Jahren fast nicht an Wert, weil der Gebrauchtwagenmarkt so boomt. Mhm. Ja, alle, die sich für das Thema interessieren, sind ja auch herzlich eingeladen. Ja, nicht nur das Fachpublikum, nicht nur die Händler, sondern jeder Verbraucher, der da eine Frage hat, kann hier zur Halle 4 kommen, ins Freigelände. Infostand ist da hinten. Und dann auch Sie oder Ihre Kolleginnen und Kollegen befragen. Ja, jeder ist bei uns herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Hackenbräuch. Also wichtige Informationen und wir machen gleich um 1 Uhr weiter. Dann gehen wir nämlich in die Halle 4 und dann machen wir eine kleine Reportage, eine Außenschalte zu Knaus Tabbert. Und der Pressesprecher wird uns dann so ein paar Highlights dann noch präsentieren. Also bleibt am Ball, um 13 Uhr geht es weiter und ich mache jetzt hier Schluss mit einem Outro und bis gleich.